Als Will habe ich die Chance, ganz tolle Sachen zu machen. Auf dem Wasser, unter Wasser, lauter Outdoor-Sportarten, zu denen man sonst nicht gerade täglich Gelegenheit hat. Ich schwimme mit Delfinen, ich kann tauchen, alles Mögliche. Hier seht ihr, dass man keine Meerjungfrau sein muss, um wie ein Fisch zu schwimmen. Bei Vollmond geschehen in dieser Höhle merkwürdige Dinge. Du musst wirklich damit aufhören. Nein, ich bin nicht verrückt. Auf Mako spielt sich Merkwürdiges ab. Und ich werde nicht aufgeben, ehe ich weiß was. Hey, ich bin Taryn und ich spiele die Sophie, eine Figur, die in der dritten Staffel vorkommt. Sophie ist Wills große Schwester. Sie ist ein bisschen fies, sie manipuliert und kontrolliert Will gern. Jetzt aufstehen, Powershake zum Frühstück, eine Runde laufen. Oh, was war denn da noch? Ah ja, der Gold Coast Freediving-Wettkampf. Der ist doch erst in Stunden. Und die brauchst du zur Vorbereitung. Aber eigentlich bin ich total nett und lieb und anständig. Ehrlich gesagt, Taryn, ich wäre da nicht so vorlaut, wenn ich du wäre. Entschuldig, ich störe mal eben. Warst du das nicht, die sich neulich weggeschlichen hat und ohne Erlaubnis das ganze Studiogelände irgendeinem Freund gezeigt hat? Dafür gibt's noch Ärger. Ich kann einfach so rum erzählen, dass wenn es, du echt nett und anständig wärst, dann bist du das nicht. Entschuldige. Hey, ich bin nett. Die Beste. No. Hi, ich möchte euch jetzt mal erzählen, was es mit dem Mondsee auf sich hat. Für uns Meerjungfrauen ist das ein ganz besonderer Ort. Vor allem bei Vollmond. Ihr habt natürlich den Mondsee schon oft gesehen. Das coole Mondlicht, das Glitzern und die Luftblasen. Und in Staffel 3 kommt der Wasserfall dazu. Was ihr nicht wissen könnt, ist, wie viel Arbeit in diesem wunderbaren Szenenbild steckt. Zu flitzen ist für eine Meerjungfrau das Normalste der Welt. Für uns ist es aber nicht ganz so leicht. Mit dem Schwanz aus Silikon und Schuppen ist man an Land ziemlich unbeweglich. Darum kriegen wir immer ein bisschen Starthilfe, wenn es ins Wasser geht. Und das sieht so aus. Ganz ohne Hightech. H2O wird entlang der wunderschönen Gold Coast gefilmt. Zu den Drehorten gehören Häfen, Riffe, Strände und der Regenwald, den ihr auf Mako Island sehen könnt. Die Locations, an denen H2O gedreht wird, gehören zu den schönsten Orten, die ich kenne. Auch wenn es gelegentlich zu gefährlichen Pannen an solchen paradiesischen Orten kommt, wie ihr hier seht. Unser Generatorwagen für die Stromversorgung ist von der Straße gerutscht und steht seit heute Morgen dort in dem Fluss. Wir warten jetzt auf die anderen Lastwagen, die einen Kran herbringen, der ihn da rausziehen soll. Die Drehorte fallen nicht vom Himmel. Jedes Szenenbild wird eigens geplant und gebaut. Okay, was ihr hier seht, ist das Bootshaus von Will. Das ist also mein Schuppen hier. Wenn man ihn so anschaut, wirkt er realistisch, wie ein ganz echter Schuppen. Aber manchmal, ganz ehrlich, drückt der Schein. Na kommt, ich werde es euch mal zeigen. Tja, ich denke mal, jetzt könnt ihr so ungefähr verstehen, was ich meine. Denn man erkennt gut, dass das nur eine Fassade ist. Ein extra für die Serie gebautes Szenenbild, weiter nichts. Ziemlich cool, ha? Huh? So hat es vorher ausgesehen. Und das ist das fertige Bootshaus. Man glaubt, es ist echt, wenn man es von außen sieht, findet ihr nicht? Aber dann gibt es ja auch noch die Innenräume, in denen wir drehen. Und genau da sind wir jetzt. Das hier ist das Innere vom Bootshaus. Und nun fragt ihr euch vielleicht, wo sind wir hier? Ich meine, was ist denn da draußen? Kommt mal mit, ich zeig's euch. Wir sind hier in einem Filmstudio, in einem sehr großen. Und das Licht kommt von den fetten Scheinwerfern, die so hell leuchten wie der Sonnenschein. Das ist mega hell. In dieser Studiohalle stehen alle unsere Szenenbilder. Oder Sets, wie man beim Film sagt. Rickys Café. Cleos Schlafzimmer. Ihr ganzes Haus. Und natürlich auch mein Bootshaus. Wenn man dann die Innenräume und die Außenansichten zusammenschneidet, wirkt das alles sehr realistisch.